und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich teste einen Lifehack. Und zwar testen wir dieses Mal, was man machen kann, wenn man gerade keinen Briefumschlag mehr hat. Und es gibt angeblich eine revolutionäre Methode, mit der man aus dem Brief, den man geschrieben hat, direkt auch den Briefumschlag bastelt, sodass man quasi gar keinen Briefumschlag mehr braucht, weil das ist ja dann der Brief. Ich schreibe jetzt meine Weihnachtswunschliste auf. Und zwar starten wir damit, dass wir das Blatt Papier einmal in der Mitte falten. So, dann klappt man das Ganze wieder zurück. Jetzt nimmt man sich eine Ecke und faltet die bis zur Mitte. Und das macht man jetzt auch auf der anderen Seite. So, jetzt klappt ihr das quasi auch so bis dato, wo der andere Schnipsel hier anfängt, sodass ihr quasi genau den Brief bedeckt. Und das macht ihr auf der anderen Seite auch. Jetzt dreht ihr das Ganze so ein bisschen und klappt das einmal hier hinüber, sodass quasi hier diese Kante genau diese Kante abdeckt. Und das macht ihr auch einmal auf der anderen Seite. So, und jetzt haben wir hier diese kleinen Laschen und können in diese Laschen jetzt unseren Brief quasi reinstecken. Und dann ist er fertig, der Umschlag. Mensch, das war jetzt überhaupt nicht schwierig. Wenn ihr eure Origami-Künste dann an diesem Blatt Papier ausgereizt habt, dann sollte das so aussehen. Und das hier wäre dann die Vorderseite vom Umschlag. Und da könnt ihr jetzt eure Lieblingsadresse draufschreiben, nämlich der Weihnachtsmann, Tannenbaumstraße. Ich bin von alter Schule. Der wohnt in der Tannenbaumstraße 24. Und eine Postleitzahl im Land gibt's nicht. So, und dann könnt ihr hier oben eure Briefmarke draufkleben und das Ganze quasi wie einen normalen Brief versenden. Ich persönlich hätte da aber ein bisschen Angst davor, dass der in der Post einfach wieder auseinandergeflittelt wird, weil ich meine, das ist ja jetzt nicht so schwer. Und wenn er dann einmal auf ist, dann ist sowieso vorbei und dann weiß ich nicht mehr, ob das Ganze wirklich funktioniert. Das heißt, ich würde euch wärmstens empfehlen, falls ihr das wirklich mal ausprobieren solltet und wirklich mal keinen Briefumschlag habt, da vielleicht noch irgendwie in der Mitte Tesafilm oder alles Mögliche, was kleben sollte, hinzukleben, sodass das hier nicht aufgeht, weil dann hält es wirklich gut. So hätte ich ein bisschen zu viel Angst, dass mir das Ganze zerflattert. Ich gebe den Lifehack. Nein. Dieser Lifehack bekommt von mir 6 von 10 Punkten, weil er funktioniert recht gut, wie ich finde. Und ich halte das auch für eine wirklich sinnvolle Alternative, ist auch recht nachhaltig, wegen weniger Papier und so. Was ich negativ daran finde, ist, dass er, wie gesagt, einfach so aufgehen kann. Das hat jetzt nicht viel Halt und wenn der einmal auf ist, dann ist der weg. Und gerade wenn da irgendwelche privaten Sachen drin stehen, ich weiß ja nicht, was ihr so für Briefe schreibt, dann ist das nicht so cool. Deswegen bräuchte man da meiner Meinung nach auf jeden Fall noch ein Stück Tesa, damit das wirklich hält. Aber ansonsten finde ich das eine coole Alternative und die 6 Punkte hat der Lifehack auf jeden Fall verdient. So, und jetzt muss ich zur Post. Ich muss nämlich noch einen Brief an den Weihnachtsmann schicken. Und jedes Mal schmeiße ich den Ton durch die Gegend. Jedes Mal. Ja, so, ab zur Post. Tschüss, Freunde. Schönen Tag noch.